Avril Lavigne schwebt im siebten Himmel. Die Musikerin ist verlobt. Schon seit einiger Zeit halten sich die süßen Gerüchte über die Complicated-Interpretin und ihren liebsten Mods. Paparazzi erwischen die Blondine mit einem dicken Klunker am Finger. Stellt ihr Freund ihr etwa die Frage aller Fragen? Tatsächlich, das bestätigen die Turteltauben jetzt selbst im Netz. Ja, ich liebe dich für immer, schreibt Avril zu einem Schnappschuss des Antrags vor dem Eiffelturm. Die Bald-Ehefrau verrät zudem: Schon am 27. März geht der Sänger während einer Bootstour in Paris vor ihr auf die Knie und hält um ihre Hand an. Nach dieser romantischen Verlobung ist nicht nur die Kanadierin total happy, auch ihr Zukünftiger kann sein Glück offenbar kaum fassen. Unter das Foto des Antrags schreibt Mott: Ich liebe dich so sehr, für immer und ewig, mein Engel. Auf seinem eigenen Profil teilt der Rapper noch weitere Aufnahmen des emotionalen Moments, gepaart mit rührenden Zeilen. An dem Tag, an dem wir uns trafen, wusste ich, dass du die eine bist. Zusammen für immer, bis unsere Tage vorbei sind. Die Bilder zeigen auch den funkelnden Verlobungsring. Ein dicker Klunker in Herzform. Mit der baldigen Hochzeit krönen die zwei ihre süße Liebesgeschichte. Im Januar 2021 veröffentlichen die Künstler den gemeinsamen Song Flames. Anschließend gibt es erste Spekulationen, dass zwischen Avril und Mott etwas läuft. Immerhin lässt sich der 35-Jährige sogar den Namen der Beauty tätowieren. Im Frühjahr machen sie ihre Beziehung dann offiziell. Anschließend kommt Avril aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Vom ersten Tag im Studio an fühlten wir uns sofort verbunden. Er ist ein unglaublicher Künstler und Produzent. Nach gut 1,5 Jahren Beziehung will das Pärchen nun den nächsten Schritt gehen und sich die ewige Liebe schwören. Avril schreitet allerdings nicht zum ersten Mal vor den Traualtar. 2006 heiratet sie ihren langjährigen Freund Derek Whibley. Nur gut 3 Jahre später reicht die Songwriterin dann die Scheidung ein. Aber Avril gibt den Glauben an die große Liebe nicht auf. 2012 lernt die Sängerin Nickelback-Frontmann Chad Kroeger kennen. Es funkt zwischen den Musikern und sie werden ein Paar. Nach nur einem Monat verloben sich die beiden. Die Traumhochzeit folgt schließlich 2013 in einem Schloss in Südfrankreich. Doch auch diese Romanze soll nicht lange halten. Nach 2 Jahren Ehe verkündet Avril, dass sie sich erneut scheiden lässt. Anschließend datet die Tattoo-Liebhaberin zahlreiche Männer. Der Richtige ist aber nicht dabei, bis sie Mott trifft. In ihm findet Avril allem Anschein nach endlich den Mann fürs Leben. Und das möchten die zwei jetzt auch ganz offiziell machen.